Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen an der Herkules weiter. Und zwar habe ich, wie gesagt, Röhrchen ist weg, ist lackiert, abgeschliffen und lackiert. Habe einen Vergaser jetzt schon hingebaut. Wie ihr seht, Benzinschlauch mit Filter ist schon dort. Jetzt habe ich hier noch den einen Seilzug für den Gas, also den Gaszug. Der kommt nur noch hier rein, das machen wir zusammen. Ich habe jetzt zwar schon den Schaltzug eingestellt, aber ich erkläre euch jetzt mal, wie ich das mache mit dem Schaltzug, weil das ist, kann man eigentlich gar nicht im Stand einstellen. Ja, gut, Kupplungszug ist eigentlich klar. Den hängt er ein und schaut, dass er halt trennt. Muss halt ein bisschen auf Spannung sein, aber nicht zu weit, dass er halt schon, also wenn ihr ihn zu weit spannt, dann kuppelt er schon, dann schleift die Kupplung. Das müsst ihr halt gefühlsmäßig machen, das merkt man aber. Genau, Schaltzug ist jetzt eingestellt. Ich habe jetzt, das müssen wir noch festmachen auf jeden Fall, neutral drin, also 0. Scheiß Spiegel. Habe ich drin. So, und was mache ich jetzt? Ich kann jetzt hier einfach rumschalten. So, 2 da drin. Keine Ahnung, schalt nach oben. So, jetzt ist das erste drin. Aber ich weiß jetzt nicht, ist der wirklich drin oder bin ich jetzt in neutral? Bin ich jetzt in neutral? Weiß ich nicht. Das weiß ich ja nicht, wenn ich im Stand stehe. Gut, ich weiß auf jeden Fall, der 2. Gang, wenn ihr seht, ist jetzt ganz hinten. Jetzt ist neutral und jetzt ist erster. Es geht praktisch nach vorne, ist erster und ganz hinten ist 2. So, was mache ich jetzt? Ich schalte jetzt neutral. So, dann nehmen wir mal das Mofa. Ja. Gehe ich jetzt, kann ich sie hin und her schieben. Ich bin hier jetzt, ups. Ach komm, dreh dich mal hin. Bin jetzt in Nullstellung. Kann es hin und her schieben. Das heißt ja schon mal, dass das passt. Weil jetzt kein Gang drin. So, jetzt schalte ich mal einen ersten. Guck. Jetzt bin ich im ersten. Und jetzt merkt ihr, ist ein Gang drin. So, jetzt wieder neutral. Jetzt wieder einen zweiten. Ist auch ein Gang drin. So, und jetzt wieder neutral. Lässt sich wieder schieben. Und ihr macht das so lang, weil es kann dann sein, dass ihr zum Beispiel nicht einen ersten schalten könnt. Da müsst ihr die Seilzüge wieder anpassen, wieder ein bisschen entspannen, ein bisschen mehr spannen, je nachdem. Aber das müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Das ist kein Hexenwerk. Das ist eigentlich easy. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es 0815. So ungefähr. Genau, könnt ihr hier oben einmal einstellen. Und hier unten, hier, ach fuck, da. Ich hoffe, ihr seht. Ja. Hier dann rein oder raus. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt das mal hin. Den Gaszug. Ich wechsle jetzt nur noch mal die Kameraposition. So, wir fangen jetzt an, hier oben aufzuschrauben. So, einmal. Komisch auch, dass es 2 verschiedene Schrauben sind, aber fragt mich nicht. Wer da gepfuscht hat, ich weiß nicht. So, jetzt haben wir das einmal weg. So. Ach, ganz toll. Jetzt müssen wir einen Gasschieber irgendwie rausbekommen. Und es ist jetzt. Nein, 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 nein. Nicht so die geile Arbeit, weil. Okay. Wir schrauben doch nochmal einen Vergaser weg. Dann ist es nämlich wesentlich einfacher. Ach, nochmal den Benzinschlauch, war ja noch kein Benzin drauf. Aber. Gas ist auch ruckzuck weg, ey. Das ist so geil. Und dann kann man nämlich einfach so machen. Und dann hat man den draußen. So, jetzt kann man eigentlich auch wieder hinmachen. Und halt festschrauben. So, und jetzt wichtig. Ihr habt ja hier dieses Teil. Mal kann man das auch irgendwie runterziehen. Dann schaut es so aus. Und ihr müsst halt schauen. Also ich mache es meistens so. Ich ziehe das Ding hier drauf. Schau, das ist irgendwie da, weil es,
So. Ja, jetzt. Kann sein, dass es ein bisschen räudig drauf geht. Das ist doch scheiße. So, jetzt. Jetzt haben wir es drauf. Jetzt fädeln wir das hier durch. Einfach. Das wird auch ein bisschen räudig. Ja, gut, hier war es jetzt einfach. Aber manchmal hängt das hier drin so ein bisschen blöd. Und ja. So. Jetzt haben wir hier den Zug. So, natürlich die Nadel, den Blättle. Können wir mal schauen, das ist so hier drin. Das kann auch gar nicht irgendwie anders reinkommen. Und jetzt seht ihr hier ein größeres Loch und das kleinere. Das sieht man, glaube ich, von unten besser hier. Ja, mach ich das mal raus. Habt ihr hier ein Loch und dieses Loch ist dann kleiner nach oben. Wie ihr seht, das wird dann kleiner und dann hängt man das, tut man den Seilzug hier durch und hängt sie drüben ein. Das machen wir jetzt mal. Das war's dann eigentlich auch schon von dem Vergaser da reinzumachen. So, jetzt nochmal schauen. Ja, also jetzt das halt entspannen lassen, dass man da ein bisschen. So, jetzt nicht vergessen, davor, das ist jetzt der richtige Scheiß halt. Davor muss diese Feder noch hier rein. Und das ist halt ein bisschen ein Gefummel jetzt, weil ihr müsst es so reinmachen. Und dann muss man halt schauen, ob das halt da durchgeht, blöd gesagt. Das schiebt sich natürlich auch immer zurück. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich das so drauf. Oder wie mache ich das? Ich glaube schon, ich drücke die Feder immer drauf. Und dann. Naja, aber so wird es nichts. Müssen wir doch so machen. Dass wir die da rein. Dann irgendwie schauen, dass wir das Loch treffen. Naja. So. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir es gucken. Hier ist es jetzt. Und jetzt ist es schon gleich rüber gesprungen, das andere. Ich hoffe, wir können das jetzt sehen. Das Loch und darüber müssen wir, dann lassen wir es entspannen und so, dann hängt es so dort und dann müsst ihr ganz normal, hier drinnen sind nämlich zwei Auskerbungen, also Einkerbungen, die sind einmal hier und das andere ist, glaube ich, das für das untere, hier glaube ich, ja, so genau. Genau, und das andere ist für hier, da ist unten nochmal, das ist praktisch die Schraube hier. Genau, und dann tun wir das einfach so rein. Ja, da muss man manchmal ein bisschen hin und her drehen und dann flutscht es normal auch rein. So, dann drauf. So, habe ich jetzt die Schrauben. Einmal. Und zweimal. So, jetzt habt ihr aber im Endeffekt ja nur den Gaszug in den also praktisch an den Gasschieber hingemacht, verbunden, sage ich jetzt mal. Den müssen wir jetzt natürlich auch noch einstellen. Die Sache ist die, das macht man eigentlich am einfachsten, wenn man sie mal anhat. Man kann jetzt auch, genau, was man jetzt machen kann, was ich auch gern mache, weil es einfach einfach ist. Ihr könnt hier reinschauen. Ich hoffe, ihr seht es jetzt irgendwie. Und ihr seht den Gasschieber. So, jetzt gebe ich mal Gas. Und ihr seht, der geht hoch. Runter, hoch. So, und indem ihr jetzt den hier verändert, zum Beispiel, also hier die Schraube, entweder das war da rein, dann ist der Gaszug länger. Habt ihr mehr Spiel, dann ist er weiter unten. Wenn ihr das rausschraubt, dann wird er kürzer, dann habt ihr praktisch, dann wird er weiter oben, dann kommt am Anfang einfach mehr, dann ist er weiter offen, dann ist er einfach weiter geöffnet. Genau, dann habt ihr am Anfang praktisch mehr Gas, also mehr, ja, wie sag ich das? Ja, einfach, ihr habt am Anfang eine höhere Drehzahl, blöd gesagt.
wenn er den zu weit aufmacht. Aber dann, das merkt ihr auch dann schon, dann läuft die auch nicht richtig. Das ist nicht wie die Leerlaufschraube. Also hier ist ja die Leerlaufschraube für die Leerlaufdrehzahl. Ihr stellt das sozusagen, blöd gesagt, das Gas an, wie viel ihr am Anfang gebt, beziehungsweise ja, ist ein bisschen blöd zu sagen, sag ich mal. Aber das merkt ihr dann, das ist auch nicht schwer, das können wir dann auch meinetwegen machen, wenn wir sie anmachen. Weil wie ihr seht, Auspuff ist auch dran, dazu erzähle ich aber gleich noch was. Wir machen jetzt erstmal wieder einen Luftfilter hin, der passt nämlich hier jetzt 1A rein. Und ja, genau. So, jetzt hier wieder einhängen, das ist ein bisschen ein Scheiß. So, unten ist er noch nicht gescheit. Ja, das ist ein bisschen Scheiß. Das ist echt verdammt stramm. Aber gut. Passt das da unten? Ja. So, jetzt wieder. Jetzt machen wir die Abdeckung hier noch drauf. Obwohl, die dürfen wir noch, eigentlich noch drauf machen. Weil wir müssen ja dann hier noch einstellen. Genau. Und ja, das können wir hier wieder hinmachen. Wenn es jetzt stört, dann müssen wir es halt wieder wegmachen. So, jetzt sind wir ja so gut wie fertig. Das nächste wäre jetzt echt Probelauf. Schauen, ob sie anspringt und dann Vergaser abstimmen. Und dazu werde ich vielleicht ein ausführliches Video machen zum Vergaser abstimmen. Wie ich das mache, wenn ihr Bock drauf habt. Ich denke mal schon, dass es einige interessiert, wie ich das genau mache oder wie man Vergaser jetzt richtig abstimmt. Die Sache ist halt die, durch die Überströmer, wenn das halt ein bisschen ein Problem gibt, wird es mit dem Vergaser abspielen, Alter, was ist denn heute los? Abstimmen auch schwieriger. Aber das sehen wir dann, das ist halt jetzt, sagen wir, ein Pilotprojekt. Gut, was ich noch sagen wollte, genau, Krümmer und Auspuff habe ich hingemacht, habe wieder den Galen hingemacht. Ich bin echt gespannt, wie der sich mit 50 Kubik anhört. Hab natürlich hier unten wieder den Schraubbahn genommen. Finde ich wesentlich geiler. Kauft euch kein Zylinderkopf mit Steckding. Das ist Gelump. Das ist so ein Gelump. Ja, ich kaufe nur noch Zeug, wo Schrauben, da ist das Ding dran, ist fest, kann nicht irgendwie abgerüttelt werden, braucht keine scheiß Befestigungshalterung. Ja, ist ja auch egal. Kann ja jeder machen, wie er will. So, und jetzt kommt's Geile. Ich hatte ja das Problem, dass der zu weit unten war. Ich hatte den ja hier unten. Also ich weiß nicht, immer. Seht ihr das? Genau hier. Habe ich den festgemacht mit dieser Rohrschelle, aber dann war der hier irgendwo krank. Also hier unten, also der war hier unten irgendwo. Dann hatte ich das Problem im Ständer, wenn ich den hochgemacht habe, war der hier irgendwo. Und wenn ich um die Kurve gefahren bin, hat er auf den Boden gekratzt. So, und da diese Schelle auch hier nicht drüber geht, hatte ich ja sechs Probleme. Kann ich sie da rummachen. So, und jetzt habe ich mir das abgeschaut von der anderen Hercules Prima 5S. Ich habe ja noch so ein Teil, noch so ein Kettenspanner übrig gehabt, sag ich mal. Hab den jetzt hier reingemacht, hab den, ich weiß nicht, ob ich das geil so gut sehen kann, hab den umgebogen, hab eine Mutter drauf und hab den festgemacht. Das ist, ja, ein bisschen locker ist er drin, aber der ist auch viel weiter oben. Der Ständer stört nicht und bin damit echt zufrieden. Was natürlich da ein bisschen knapp ist, ist, ich hoffe, ihr könnt es sehen, wo die Kette läuft. Also die hat hier minimal, vielleicht 2 mm Spiel zwischen Auspuff und Laufding. Aber wenn ich jetzt schiebe, also das kann ich einfach mal sagen, der schleift gar nichts. Also ist es eigentlich, würde ich sagen, mal perfekt. Perfekt. Genau, soweit zu dem Mofa. Das heißt, nächstes Video wird
werden wir es ja immer anmachen. Das kommt jetzt immer in diesem Video. Ich wollte jetzt noch allgemein was sagen, nämlich zu der Herkules. Da funktioniert ja jetzt der Tacho auch nicht. Da muss ich jetzt eben nochmal nachschauen nach dem Tacho. Den machen wir auf. Und ich vermute einfach, dass die Tachowelle rund ist. Jetzt die Frage, ob ich darüber überhaupt ein Video machen soll. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wen es vielleicht interessiert, es mit dem Tacho mal zu machen. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich weiß zwar wie, wo und was, ja. Aber selber habe ich es noch nie gemacht. Ja, ob ich da vielleicht auch mal ein Video drüber machen soll. Ja, genau. Und das soll dann eigentlich auch alles zu diesem Video gewesen sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst bitte ein Abo da. Wenn ihr euch für mich interessiert oder auch nicht, dann lasst keins da. Oder ein Like und einen Kommentar. Wäre mega geil, freut mich natürlich wie immer. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.